Hey, heute gibt es ein neues Video und zwar möchte ich heute mit euch Augenbrauenschablonen testen. Diese Schablonen sind von Rival de Lupian aus dem Rossmann. Ich habe sie mir nicht selber gekauft, ich habe sie von Patty bekommen und nochmal vielen Dank dafür. Ich werde ihren Kanal auf jeden Fall unten in die Infobox packen, da könnt ihr gerne auch mal reinschauen und einen lieben Gruß da lassen. Ansonsten habe ich mir gedacht, werden wir heute mal diese Schablonen testen. So sehen die Schablonen von Namen aus und ich werde sie jetzt einmal auspacken. Die Schablonen sind hier in diesen Umschlag eingeklappt und da sind drei verschiedene drin. Ne? Einmal die dramatischen Augenbrauen, die glamourösen Augenbrauen und die natürlichen Augenbrauen. Und auf dieser Anleitung steht zur Anwendung: die passende Form wählen und die Schablone möglichst gerade auf die Augenbrauen auflegen. Mit einer Hand die Schablone gut festhalten und mit der anderen in Kontur der Schablone mit einem Augenbrauenstift oder Puder nachzeichnen. Alle Haare zupfen, deren Wurzeln außerhalb der Kontur liegen. Perfekt geeignet ist hierfür die Rival de Lupian Pizzette. Ich denke, das geht auch mit jeder anderen Pizzette, aber okay. Fertig ist die perfekte Augenbraue. Ich werde jetzt mal gucken, welche von diesen Augenbrauenschablonen am besten auf meine Augenbrauen passen. Und werde mir mal so einen Spiegel zur Hand nehmen und das Ganze mal ausprobieren. Ich teste das mal auf dieser Seite. Ich glaube, die dramatische ist am dünnsten und würde, glaube ich, am besten... Ja, ich nehme die dramatischen Augenbrauen. Die sind am schmalsten, meine sind natürlich auch nicht besonders dick und auch so von meinem natürlichen Schwung hoffe ich mal, dass das Ganze funktioniert. Ich habe mich mal ein bisschen näher rangeholt und meine dramatische Augenbraue genommen. Dazu nehme ich mir einen Augenbrauenstift und hinterher einfach eine Augenbrauenmascara, um die ganzen Härchen zu fixieren. Heute benutze ich den Augenbrauenstift von Studio 10. In der Farbe Brown Lift Perfect Liner. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht der so aus. Den hatte ich irgendwann mal in der Glossy Box und ich dachte jetzt, okay, meine sind nämlich alle, beide sind nämlich jetzt alle und die müssen ja auch mal aufgebraucht werden. Und ich muss sagen, vom Farbton passt es ganz gut. Einzigster Nachteil ist wieder, man muss ihn anspitzen und das mag ich halt nicht so gerne bei Augenbrauenstiften. Aber egal, ich werde ihn jetzt aufbrauchen und bei diesem Versuch austesten. Also, sie haben gesagt, Schablone auflegen. Sexy. So sieht es ganz okay aus und wir fangen jetzt mal an, das Ganze in so strichelnden Bewegungen zu machen. Wir wollen ja auch keine Balken in unserem Gesicht. Also werde ich hier so von oben runter immer die Striche nach unten ziehen, wie die natürliche Wuchsrichtung. Und von unten sie eben nach oben malen. Also so mit Schablone sieht das hier schon ganz nett aus, muss ich hier behaupten oder zugeben. Meine ist ein bisschen länger, das heißt, ich werde hier vorne wahrscheinlich gleich noch ein Stück nachzeichnen müssen. Aber jetzt nehmen wir erstmal die Schablone ab. Und ich bessere das hier kurz vorne aus. Ein paar Haare habe ich hier vorne noch. Aber ich muss sagen, die gefällt mir sehr gut. Ich bin überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, also mit dem Augenbrauengel hätte ich es mich jetzt nicht getraut, weil es einfach sehr dunkel wird. Man kann es natürlich hinterher noch ausbürsten. Und hier ist noch eine kleine Lücke. Aber ansonsten sieht diese schon sehr gut aus, weil sie eben auch zu meiner natürlichen Form passt. Jetzt machen wir erstmal die andere und hoffen natürlich, dass wir die genauso hinkriegen. Und wenn das wirklich funktioniert, wäre das natürlich super geil, weil da muss man sich morgens keinen Stress machen, 10 Minuten lang die eine Augenbraue auf die andere anzupassen. Bei dieser Augenbraue könnte ich es mir ein bisschen schwieriger vorstellen, weil ich dort einfach ein paar weniger Haare habe. Aber auch hier versuche ich das Ganze in strichelnden Bewegungen zu machen. Okay, sie ist nicht... Moment... Also sie ist jetzt nicht akkurat, genauso wie die andere. Also der Bogen auf jeden Fall. Aber hier vorne muss ich auch wieder so ein bisschen nachkorrigieren. Ich muss sagen, die Schablonen haben ihre Aufgabe definitiv erfüllt. Ich kann mich jetzt nicht beschweren, wenn ich in den Spiegel gucke, finde ich, sie sind einheitlicher, als ich sie sonst hinbekomme. Die bekomme ich auch recht fast gleich so hin, wie sie jetzt ist. Aber diese kippt mir ganz oft so...
so runter und dann geht sie ziemlich weit nach unten. Sehr, sehr gelungen. Ihr müsst auf jeden Fall gucken, welche Schablone zu eurer natürlichen Augenbrauenform passt, um dass ihr nicht hinterher zu viel übermalt und dann eure eigentliche Form komplett wegzupft. Das fände ich ein bisschen makaber. Sieht auch nicht schön aus, wenn ihr hier hinten alle Haare wegzupft, nur weil ihr eine bestimmte Schablone anpassen wollt und da drüber oder da drunter dann diesen Strich zieht. Sieht nicht so schön aus. Würde ich persönlich jetzt zum Beispiel nicht empfehlen, aber für diejenigen, die einfach sich Zeit sparen wollen, die symmetrische Augenbrauen total lieben und sich jedes Mal morgens aufregen, weil sie eine Viertelstunde Augenbrauen malen müssen, kann ich diese Schablonen definitiv empfehlen. Ich weiß nicht, ob es von anderen Marken auch noch Schablonen gibt mit viel verschiedeneren Formen. Das sind ja jetzt nur drei, wahrscheinlich so die meisten haben, würde ich jetzt mal sagen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr das Endergebnis findet und ob ihr selber auch mal solche Augenbrauenschablonen verwenden würdet. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, damit ich weiß, dass euch dieses Video gefallen hat. Und schreibt mir auch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr gerne weitere Live-Test-Videos sehen möchtet und vor allen Dingen, welche Live-Tests es sein sollen. Ich hoffe natürlich, ihr hattet viel Spaß dabei. Mir hat es auf jeden Fall weitergeholfen. Ich werde die Schablonen wohl jetzt öfters benutzen. Bleibt gut drauf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!